und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es tut mir wirklich sehr leid, dass letzte Woche kein Video kam. Ich habe es ja schon in Instagram und in Snapchat angekündigt, dass es ein familiärisches Problem gab, wo ich sehr traurig drüber war und auch meine Familie. Und deswegen wollte ich einfach kein Video machen, weil ich hatte wirklich so schlechte Laune, was normal ist. Und ich war einfach nicht in der Lage dazu, ein Video zu drehen und euch sozusagen meine schlechte Laune mit euch teilen, denn muss nicht sein. Deswegen kam halt kein Video und es tut mir wirklich sehr leid. Aber ich habe euch auf jeden Fall gesagt, dass es jetzt wieder weitergehen wird, was auch so sein wird. Und ja, lasst euch auf jeden Fall überraschen, was auf euch zukommt. Und das wird einfach unnormal geil. Ich sag nur 2017 und das war echt... Normalerweise sollte dieses Video ein komplett anderes Video werden. Also, ich meine jetzt das Thema. Aber dann gab es so ein Problem. Und dann hatte ich diese Sachen nicht zu Hause. Also musste ich mir jetzt was ganz anderes einfallen lassen. Und ja, und das habe ich auch. Aber natürlich verrate ich euch nicht das Thema, was ich eigentlich machen wollte. Das mache ich dann nächste Woche auf jeden Fall. Bis dahin kann ich diese Sachen besorgen, die ich für das Video brauche. Auf jeden Fall bin ich auf die Idee gekommen, einen What's on my phone Tag zu machen, da ich genau passend gestern mein neues Handy bekommen habe und ihr auch voll oft danach gefragt habt. Aber ich dachte mir, also wo ich noch mein altes Handy hatte, dachte ich mir so, nee, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Wirklich, ich hatte... Was heißt Schrott-Handy? Für mich ist es jetzt ein Schrott-Handy, weil ich jetzt das Neueste vom Neuesten habe. Und ich hatte noch nie das Neueste vom Neuesten. Ich bin halt nicht so, keine Ahnung, ich bin nicht so aufgewachsen worden, dass ich immer das bekomme, was ganz Neues. Und ich dachte mir, da mache ich mal einen What's on my phone Tag. Denn das passt eigentlich ganz gut, da ich jetzt vernünftige Apps endlich auf mein Handy habe. Da ich auf meinem alten Handy so wenig Speicher hatte, dass überhaupt nichts mehr drauf passte und noch voll viele Apps brauchte, konnte ich die gar nicht auf meinem alten Handy installieren. Denn woher der Speicher, ne? Ich meine, mit 38 war das, ne, 32 GB meine ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das auf jeden Fall zu wenig. Also ich habe jetzt hier mein altes Handy und mein neues Handy. Das ist so ein Unterschied, Leute. Ich kann das selbst noch gar nicht fassen. Das ist so komisch, so ein Riesenhandy in der Hand zu haben, im Gegensatz zu das. Das ist so voll so süß irgendwie, keine Ahnung, das ist so voll Monster. Und zwar habe ich mir das iPhone 7 Plus bestellt in der Farbe Rose Gold und 256 oder 58 GB waren das. Also echt teuer, wirklich echt teuer. Normalerweise würde ich nicht so viel Geld für ein Handy ausgeben, aber... ich komme einfach nicht mit den 38 GB Speicher hin, so, das ist einfach viel zu wenig. Ich sehr viele Apps brauche und sehr viel Speicher und was nicht alles, habe ich mir halt die größere Variante geholt, also von der Gigabyte-Zahl. Ich hätte mir natürlich auch ein kleineres iPhone geholt, zum Beispiel das iPhone 7 oder mir hätte auch das iPhone 6 gereicht. Nur ich habe aus dem einzigen Grund das iPhone 7 Plus geholt, weil wegen der Kamera. Es gibt ja nur jetzt dieses Update beim iPhone 7 Plus, also nicht beim iPhone 7, nur beim Plus. Und zwar gibt es den Porträtmodus nur auf iPhone 7 Plus und ich finde das eigentlich ganz praktisch, weil ich sehr gerne Fotos mache und ich brauche ganz viele gute Fotos und das kann man hiermit super machen. Ich meine, boah, das ist ja größer als mein Kopf, ey. Und ich dachte mir so, wenn du schon ein vernünftiges Handy haben willst und holen willst, dann habe ich mir gedacht, dann kaufst du halt direkt das Neueste vom Neuesten, weil das und das, Leute, wirklich, das ist ein mega krasser Sprung. Wenn ich jetzt ein iPhone 6 gehabt hätte, wäre ich niemals, also hätte ich mir niemals ein iPhone 7 geholt, für was auch. Ich finde iPhone 6 auch gut. Aber ich dachte mir nun, okay, dann mache ich das jetzt einfach mal. Das ist ein ganz großer Unterschied und es ist wirklich komisch. Ich muss mich noch echt dran gewöhnen, weil das wirklich sehr groß ist. Aber ich finde es so schön. Ich rede wieder viel zu viel. Ich fange jetzt einfach mal an und zeige euch meine Apps. Und vielleicht ist da ja was für euch bei und ich kann euch vielleicht weiterhelfen. Ich habe euch jetzt ein bisschen näher rangeholt und ich hoffe, man kann das einigermaßen gut erkennen, was hier drauf zu sehen ist.
Und ja, das ist halt die erste Seite und da sind halt immer diese iPhone-Apps, die schon auf dem Handy drauf sind. Zum Beispiel wie Kamera oder Fotos oder Notizen und sowas halt. Und ja, außer hier ist schon WhatsApp. Aber ich glaube, die App hat jeder. Die muss ich jetzt nicht vorstellen, hoffe ich doch mal. Und ja, dann switchen wir mal auch direkt rüber hier. Ups. Und hier sind meine ganzen Apps. Die habe ich in so einen Ordner gepackt. Verschiedene, zum Beispiel Extra, das war ich nicht, das war schon, aber hier ist auch nichts Besonderes drin. Hier sind zum Beispiel Apps, die ich so für den Alltag benutze, zum Beispiel TV-Programm, das benutze ich sehr oft, wenn ich wissen will, was so im Fernseher kommt und damit kann man eigentlich ganz gut so den Überblick erfassen, was so im Fernseher läuft, ups. Danach kommt die VRR-App, die benutze ich sehr oft, wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ich irgendwo hinfahren muss oder ich weiß zum Beispiel den Busfahrplan nicht oder wann mein Bus kommt. Deswegen ist diese App ganz nice dafür. Hier habe ich eine Fahrenlern-App, die ist von der Fahrschule aus, hier kann ich immer meine Bögen lernen. Und Shazam, das ist so geil. Ich finde Shazam, ich feiere Shazam einfach unnormal, weil immer wenn ich irgendwie shoppen gehe oder so, dann sind da immer irgendwelche Lieder und ich denke mir so, wie geil ist das Lied und man will wissen, wie das Lied heißt, aber man traut sich vielleicht nicht zu fragen oder sonst irgendwas. Deswegen. Dann habe ich eine Musik-App und zwar ist das T-Downloader. Ich finde die ganz nice, denn man kann alles von YouTube downloaden und man hat es dann auf sein Handy und man kann auch ohne WLAN Musik hören und das ist, finde ich, ganz cool und eine coole Alternative, anstatt irgendwelche Songs zu kaufen und ja. Dann habe ich meinen Social Media Ordner. Hier habe ich die ganzen Social Medias drin, zum Beispiel wie Facebook, Snapchat, Musical.ly, Instagram oder YouTube. Und hier habe ich Lively. Lively ist von Musical.ly. Das ist so, ja, man geht da einfach live und kann streamen und hier zum Beispiel We Heard It ist mega cool, vor allem für die Mädels, eine tolle Inspirations-App. Ich lasse mich da immer wieder inspirieren, egal ob es Haare oder Nägel oder weiß ich nicht, einfach alles halt. Die App ist einfach unnormal schön, deswegen gucke ich da gerne mal rein. Kommen wir zu meinen Bild- und Videobearbeitungsordner und da habe ich zum Beispiel Facetune. Facetune finde ich mega nice. Facetune ist, weiß ich nicht, das ist so wie so ein Lebensretter, finde ich, wenn man Fotos macht. Und zum Beispiel, ich habe das manchmal so, dass ich so ein richtig cooles Foto habe, aber dann, weiß ich nicht, sieht man zum Beispiel hier eine Narbe oder einen Pickel und keine Ahnung, oder man hat blaue Flecke und das kann man damit richtig gut wegretuschieren oder, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Oder halt, wenn man zum Beispiel älter ist, man hat vielleicht schon Falten. Die kann man dann auch wegmachen und ich habe die App jetzt noch nicht benutzt, weil ich das Handy halt noch neu habe, deswegen. Aber man kann sehr viel damit machen. Man kann auffällen, man kann Unschärfe machen, deswegen, die App ist echt super. Already ist mega gut. Also voll viele fragen mich immer, wie ich diese weißen Ränder an meinen Fotos mache. Und ja, das mache ich halt mit dieser App und deswegen, die ist mega gut dafür und das ist super einfach, weil wenn ich zum Beispiel ein Bild nehme, das jetzt, zum Beispiel ich nehme das Bild und ich möchte jetzt einen weißen Rand haben, und hier sind dann zum Beispiel Afterlight oder halt dieses Get Ready, dann gehe ich auf Get Ready und da seht ihr dann den Rahmen und ihr könnt den sogar auswählen, könnt den schwarz machen, dann verschwommen. Und ja, das ist mega gut, ohne dass ich auf die App klicken muss. Und ja, ich benutze das immer, deswegen ich finde das ganz nice, ne? Dann habe ich iMovie. iMovie ist sehr gut, denn damit kann ich sehr gut arbeiten mit meinem Handy und schneiden, Videos schneiden, das ist sehr gut. Dann habe ich Endlight. Endlight ist auch eine coole App. Letztes habe ich den Ordner Spiele. Da habe ich nicht allzu viele Spiele. Ich spiele sehr selten auf meinem Handy. Ich hatte auf dem iPhone 5 überhaupt gar keine Spiele. Halt wegen meinem Speicher und ja, das Ding. Hier habe ich einmal Best Fiends Forever und das Spiel macht so süchtig. Echt, das ist so, oh,
Suchtfaktor ohne Ende. Also das Spiel ist schon echt nice. Dann habe ich YouTubers Live. YouTubers Live ist mega cool. Das ist so eine App, die... Ja, da spielst du so einen YouTuber, so einen Charakter, der ist halt YouTuber und der fängt halt klein an und du kannst diesen Charakter mehr aufbauen mit einem neuen PC oder dann, was noch, du kannst der beste YouTuber der Welt werden und alles sogar so wie in echt halt. Deswegen voll cool, ich finde das so lustig. Und Tap the Frog. Tap the Frog sind so kleine Minispiele, da ist so ein Frosch, der hier. Und da spielt man so kleine Minispiele und die machen mega Spaß. Oder ich sitze im Zug und dann ist dieses Spiel sehr praktisch, weil es echt langweilig ist, wenn man lange im Zug sitzt. Was bei mir sehr oft der Fall momentan ist. Deswegen finde ich das ganz cool. So Leute, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch da draußen weiterhelfen. Nächste Woche, das Video wird, glaube ich, sehr witzig sein. Und sehr peinlich. Deswegen... Wenn ihr das gerne sehen wollt und sehen wollt, wie ich mich blamiere, dann auf jeden Fall abonnieren natürlich. So könnt ihr nichts von mir verpassen und auf jeden Fall mal ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis nächste Woche. Tschüss.